Corona-Maßnahmen in den Schulen zu weit oder zu wenig, was auch immer, kannst du als Schüler bzw. als Elternteil eines Kindes, eines schulpflichtigen Kindes, gegen diese Maßnahmen erfolgreich etwas unternehmen? Das erkläre ich dir in diesem Video. Wir haben in den Schulen im Moment ja die Situation, dass der Unterricht möglichst weitergeführt wird. Und dann haben wir so den Präsenzunterricht, teilweise mit Masken. Dann haben wir Wechselmodelle, teilweise übers Internet, teilweise vor Ort. Und es gibt jetzt verschiedenste Eilanträge vor den Verwaltungsgerichten. Zum einen, weil die Maßnahmen aus Sicht der betroffenen Eltern bzw. Schüler nicht weit genug sind, zum anderen, weil sie zu weit sind, weil man sagt, also wir sind gegen die Maske oder umgekehrt, wir sind dafür, dass überhaupt kein Präsenzunterricht stattfindet. Also es gibt jetzt eben unterschiedliche Interessengruppen, die sagen, das oder das oder das oder das finde ich nicht in Ordnung. Dazu muss man sagen, soweit ich das im Wesentlichen beurteile, die meisten Klagen hier sind erfolglos. Und in diesem Video erkläre ich dir, warum das wohl auch so bleiben wird, beziehungsweise wie lange das meiner Ansicht nach so bleiben wird. Man muss zunächst einmal sagen, die Maßnahmen werden schon überprüft. Also das ist jetzt nicht das Ende des Rechtsstaats, wie es ja viele dann gleich immer ausrufen, die mit einer Maßnahme nicht einverstanden sind, ja, sondern sie sind überprüfbar. Und es gibt einige Klagen, die waren dann eben nicht so ideal, sage ich mal. Ja, da hat man Sachen für einen Verwaltungsakt angesehen. Es war aber gar kein Verwaltungsakt und hat den falschen Rechtsschutz gemacht. Da ist man auch früher als Jurist in seinen Prüfungen schon, also Verwaltungsrecht war mir auch nicht so meins, ja. Da bin ich schon auch selbst oft genug auf die Nase gefallen. Ja, also man muss immer erstmal Klarheit haben, was überhaupt die Maßnahme ist. Ist die ein Verwaltungsakt? Ist die eine Allgemeinverfügung oder was auch immer? Es haben Städte wie zum Beispiel Solingen, die haben versucht, im eigenen Gang etwas zu machen, ja, wurden dann von NRW wieder zurückgepfiffen. Also das Land hat in dem Fall, das Gesundheitsministerium als oberste Gesundheitsbehörde, hat die Stadt Solingen dann als untere Gesundheitsbehörde im Rahmen eines Erlasses angewiesen, eine bestimmte Allgemeinverfügung wieder aufzuheben. Man kann also sagen, die Kommunen, wenn sie da was versucht haben, das hat nicht geklappt. Und jetzt könnte man sagen, erst recht wird es natürlich für die Schüler und Eltern dann schwierig. Gesetz und Verordnungsgeber haben eine sogenannte Einschätzungsprärogative, ja, einen Spielraum. Das habe ich ja von Anfang an hier immer darauf hingewiesen. Es gibt nicht die eine richtige Entscheidung. Wenn die nicht gefunden wird, dann sind alle anderen Maßnahmen unzulässig, sondern wir haben eine Situation und der Gesetzgeber hat einen Beurteilungsspielraum und kann jetzt sagen, die und die und die Maßnahme halte ich aufgrund meiner aktuellen Einschätzung für angemessen. Nichts Genaues, Hundertprozentiges weiß man nicht. Ja, also auch das Robert-Koch-Institut gibt Empfehlungen und ändert die mal immer wieder. Das hatten wir ja auch. Aber man muss letztendlich sagen, wenn ich so eine Maßnahme zu Fall bringen will, dann muss ich ja sagen, dass die Maßnahme nicht rechtmäßig war. Und solange die sich im Rahmen dieser dieses Beurteilungsspielraums bewegt, ist das nicht der Fall. Und gerade weil wir dann ungesicherte Erkenntnisse haben und Maßnahmen geeignet sein könnten, solange man das so sagt, kann dann wiederum das in den seltensten Fällen außerhalb dieses Beurteilungsspielraums liegen. Man muss halt letztendlich sagen, bei jeder Maßnahme, sie muss geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne sein und angemessen sein. Und insofern, wenn man jetzt nach die Frage Geeignetheit, da geht es jetzt nicht darum, wie jeder Einzelne jetzt das beurteilt mit der Maske, sondern es geht letztendlich darum, wer gibt da Empfehlungen ab. In Deutschland ist das eben momentan das Robert-Koch-Institut, auch wenn es vielen nicht gefällt oder einigen nicht gefällt. Und solange die eben dann sagen, doch, die Maske ist geeignet,
haben wir schon mal die Geeignetheit. Ja? Erforderlich, dass Maßnahmen erforderlich sind angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens, daran wird es nicht scheitern. Wir haben im Sommer eine andere Situation phasenweise gehabt, wo man dann auch an der Erforderlichkeit zweifeln könnte. Aber momentan in den Schulen, in den Kitas, da sehe ich eindeutig eine Erforderlichkeit. Es gab ja phasenweise so ein bisschen die Meinung, dass die Schulen und die Kitas eben kein Verbreitungsort seien. Ich fand das von Anfang an nicht sehr überzeugend. Warum das sollte das so sein? Ja, und stellt sich auch mehr und mehr heraus, dass es doch nicht so ist. Es besteht ein bisschen bei mir so der Verdacht, dass möglicherweise das Infektionsgeschehen dort schon früher mal stattfand, ja, bevor Corona überhaupt ein richtiges Thema war, dass Corona vielleicht schon im letzten Jahr, im Januar, im Februar, vielleicht davor schon dort in vielen Schulen und Kitas stattfand. Ich höre das immer mehr so von Erziehern, von Lehrern, Schulleitern, dass die sagen, ja, so unser Eindruck war, wir hatten da schon mal in dieser Zeit ähnliche Symptome, wie sie jetzt von Corona berichtet werden. Ja? Also das habe ich so, ich sage mal so, im privaten und halb beruflichen Umfeld kommen immer mehr Leute, die mir solche Geschichten erzählen, was vielleicht erklären könnte, warum es zunächst so aussah, als ob in den Kitas und Schulen nicht so viel stattfindet. Einfach deshalb, weil dort schon was stattgefunden hat und dadurch eine gewisse stärkere Immunität schon da war von mehr Leuten. Und dadurch die Ausbreitung, das wäre für mich so eine Erklärung. Aber ist Spekulation, wir wollen ja nicht so viel spekulieren. Ich glaube also tatsächlich, über die Erforderlichkeit kommt man auch hinaus. Und letztendlich wäre dann das immer mit der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne die Frage. Und da muss man jetzt wieder sagen, naja, die Maske, so sehr sie auch von dem einen oder anderen als unzulässig und als übermäßigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte oder als gesundheitliches Problem wahrgenommen wird, bei den Kindern zumindest, in den Kitas und in den Schulen, lässt sich das medizinisch relativ selten begründen. Wenn es dann so ist, dass der Arzt einen entsprechenden Attest ausfüllt, Kinder zum Beispiel Panikreaktionen haben oder solche Dinge, dann betrifft es den Einzelfall, das einzelne Kind. Und dann muss man dann anders reagieren. Dann kann man, ist möglicherweise das Kind nicht in der Lage, aus gesundheitlichen Gründen am Unterricht teilzunehmen. Das ist aber eine andere Problemlage. Das ist dann ähnlich, wie wenn das Kind sonst eine andere Krankheit hat oder so. Ja? Also da wäre dann die Frage Schulpflicht, Befreiungsmöglichkeiten. Aber damit bekommt man auch diese allgemeine, also die Allgemeinverfügung bzw. diese allgemeine Anordnung in der Schule wohl eher nicht weg. Und das bestätigt sich ein bisschen, wenn man jetzt so Schulrechtler hier sieht, die dann an der einen oder anderen Stelle die Situation jetzt eher mit dem Thema hitzefrei vergleichen. Ja? In bestimmten Situationen kann eben hitzefrei gegeben werden, aber einklagen kann ich hitzefrei nicht. Das ist wieder mir ähnlich, bei mir ähnlich im Arbeitsrecht in der Situation in dem Unternehmen. Ja, dort könnte man sogar diskutieren, wenn bestimmte Vorgaben zum Arbeitsschutz nicht eingehalten werden können. Ja, da müsste es eigentlich hitzefrei geben. Aber in der Praxis wissen wir ja alle, wenn der Arbeitgeber die Leute nicht nach Hause schickt, dann ziehen die in der Regel durch. Und das einzuklagen ist rein faktisch schwierig. Wenn man ja auch so, sage ich mal, im Arbeitsverhältnis damit Probleme sich vielleicht schafft, in dem Verwaltungsverfahren, da wiederum hätte man, wie man sieht, wenig Aussichten vor den Verwaltungsgerichten. So ist jetzt der aktuelle Stand. Natürlich muss man immer gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es kann so eine Situation sich auch grundlegend ändern. Wir haben das ja so ein bisschen bei den Maßnahmen im Bereich der Gastronomie gehabt, ja, wo einige Gerichte die Sachen auch anders beurteilen, muss man schauen. Aber zumindest in den Schulen und Kitas, würde ich sagen, ist das momentan der Stand. Ich hatte schon Videos gemacht, das war heute nicht das Thema, wie das jetzt aus der Perspektive der Lehrer und der Erzieher aussieht. Und ich hatte auch meine Bedenken geäußert, was die Möglichkeiten betrifft, hier auf dem Rücken, auf der Gesundheit der beteiligten Protagonisten hier die Schulen und Kitas offen zu halten. Ja, das hatte ich schon gesagt.
Allerdings auch da die Argumentation, es ist eine klassische Gefahr eines erhöhten Infektionsrisikos, was sich in dem Beruf eben niederschlägt, wie eben der Kraftfahrer, der durch die Teilnahme am Straßenverkehr ein höheres Risiko hat, im Straßenverkehr zu Schaden zu kommen. Ja, so realisiert sich das bei den Lehrern und bei den Erziehern auch, sodass man auch da nicht so ohne weiteres sagen kann, erhöhte Gefahr heißt, ich muss nicht mehr in den Präsenzunterricht. Anders dann eben bei Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen stärker betroffen sind, dort wäre das dann wieder eine Frage aus meiner Sicht letztendlich der Arbeitsfähigkeit. Ja? Gut, aber das will ich jetzt hier nicht an der Stelle zu sehr vertiefen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch. Ich freue mich über gute, noch besser, sehr gute Bewertungen und schildere deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, ich nehme nicht jeden Kommentar auf, das schaffen wir einfach nicht. Aber ich schaue mir das Ganze an und solche Videos hier kommen ja explizit dadurch zustande, dass ihr in den Kommentaren mir Anregungen gibt, für die ich mich natürlich wie immer auch herzlich bedanke. Tschüss und bleibt gesund!